Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Donnerstag, 11 Uhr, ein Frühlingstag heute. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen wieder zu unserem Seminar Steuern und Recht für Apotheken. Wie gewohnt sind Frau Carmen Brünig und ich für den steuerlichen Teil da. Und Frau Rechtsanwältin Annette Hochheim vertritt wieder unseren Herrn Dr. Schlegel, der heute andere Termine hat. Insofern, ja, wünschen wir Ihnen einen unterhaltsamen Tag. Und ich würde sagen, Carmen, wir starten dann gleich. Wir haben uns heute, wie Sie in der Einladung gesehen haben, ja, mit dem Thema E-Rezept vor allen Dingen beschäftigt und dem Skonto-Urteil, was für viel Unruhe jetzt ja im Apothekenmarkt sorgt, als ob Sie nicht andere Probleme ohnehin schon zur Genüge hätten. Aber dadurch, dass hier die Verunsicherung natürlich sehr groß ist in beiden Bereichen und beides auch sicherlich Auswirkungen hat auf die Frage, wie ist eigentlich der Wert der Apotheke, wie entwickeln sich Kaufpreise, haben wir uns überlegt, dass wir diese beiden Themen sozusagen heute mal angehen, diskutieren wollen. Ja, und sind für Fragen und Anregungen natürlich auch immer offen. Fragen Sie gerne auch über den Chat zwischendurch, falls etwas missverständlich ist oder Sie weitergehende Fragen wollen oder wie sonst auch im Nachgang. Ja. Ja, danke Silke. Dann starte ich mal mit dem, ja, mit dem BGH-Urteil, mit dem Skonto-Urteil, was ja für sehr viel Aufregung am Markt gesorgt hat, verständlicherweise. Jetzt kam ja zunächst erstmal das Eckpunktepapier unseres Gesundheitsministers Herrn Lauterbach, der am 20. Dezember Eckpunkte für seine Apothekenreform vorgelegt hat. Seitdem warten wir eigentlich auf den Referentenentwurf, wissen nicht so richtig, was kommt da nun und was kommt nicht. Jetzt habe ich gerade heute Morgen in der pharmazeutischen Zeitung noch kurz gelesen, dass dieser Referentenentwurf jetzt tatsächlich in Vorbereitung sein soll. Letzte interne Abstimmungen gerade erfolgen. Ja, spannend wird wohl da sein. Das Kernstück, ob diese geplante PTA-Vertretungsregelung weiterhin Teil des Entwurfs sein wird. Also da kann man sehr gespannt sein, weil das war ja einer der größten Kritikpunkte, die die Abda dort auch vorgebracht hat. Also warten wir ab, was da kommt. Ja, und dann eben Anfang Februar 2024, ehrlich gesagt nicht ganz unerwartet, das Urteil, des Bundesgerichtshofs zu den Skonti-Regelungen. Ja, das Urteil hat wohl seinen Ursprung in den ja strittigen bzw. unklaren Formulierungen der Arzneimittelpreisverordnung und den Erläuterungen dazu. Das muss man wohl so sehen. Vorab müssen wir sagen, die Urteilsbegründung, da warten alle auch sehr gespannt drauf. Die liegt ja noch nicht vor. Insofern sind das hier so erste Gedanken dazu. Ohne dass wir da wirklich konkret werden können und konkret auf Zahlen eingehen können. Aber vielleicht die Rückmeldung an Sie, was man so in der Literatur verfolgt, wie die Auswirkungen denn sein können. Genau, also die Möglichkeit der Skontogewährung auf den Bezug von Rx-Arzneimitteln durch den Großhandel und Direktlieferanten über die Grenze der Großhandelsspanne von 3,15% hinaus soll nicht mehr möglich sein. Das ist die Kernaussage. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, um welche Beträge geht es denn letztendlich für die Apotheken in diesem Skonti-Urteil überhaupt? Und da kann man ja verschiedene Prognosen wahrnehmen am Markt, in der Literatur, dass es wahrscheinlich wohl so sein wird, dass der Negativtrend sinkender Rohgewinnsätze weiter beschleunigt wird. Und dass wir dann nochmals deutliche Einbußen am Betriebsergebnis haben. Jetzt muss man aber auch sagen, die Konditionen sind natürlich sehr individuell, die ausgehandelt sind. Und deswegen lassen sich die Auswirkungen eben auch nur nach Erfahrungswerten abschätzen. Meinungen sagen, dass eine Durchschnittsapotheke Einbußen zwischen 20.000 und 25.000 Euro pro Jahr eventuell erwarten kann. Das sind so circa 16% oder anders gerechnet 50 Cent je Packung. Das sind Schätzungen. Jetzt muss man ja sagen, Skonti beim Großhandel werden ja meist nur auf normale Rx-Arzneimittel gewährt.
Sprich, OTC-Artikel fallen nicht unter das BGH-Urteil und auch Hochpreiser werden ja zumindest vom Großhandel typischerweise auch nicht skontiert. Weitere Besonderheiten gibt es noch im Bereich Betäubungsmittel, die ja abweichend oder teils gar nicht rabattiert oder skontiert werden. Das heißt, im Ergebnis muss man sehen, dass die Anteile von OTC-Artikeln und Hochpreisern eben von elementarer Bedeutung sind für die Folgenabschätzung, also für die Abschätzung, was heißt das eigentlich für die Auswirkung auf das Betriebsergebnis. Was ich, wenn ich mal kurz einhalten kann, Ja, gerne, immer bitte. wieder spannend finde, ist, in all dieser Rechtsprechung werden ja Rabatte und Skonti immer zusammengeworfen. Richtig. Rabatte sind aber eigentlich Einkaufsvorteile, die eben ausgehandelt werden mit den Lieferanten, während Skonti ja ein reiner Zahlungsvorteil sind, dafür, dass eben der Apotheker zu einem bestimmten, in der Regel früheren Zeitpunkt die Rechnung bezahlt. Dass das immer miteinander verwoben wird, finde ich also schon erschreckend. Genau so ist es. Und deswegen ist ja auch eine juristische Fragestellung, die man sich stellen muss, weil wir eben das Urteil noch nicht vorliegen haben. Wie ist überhaupt der Begriff Skonto auszulegen? Wie legt der BGH diesen Begriff überhaupt aus? Was fällt darunter? Genau das, was du eben gerade gesagt hast. Das ist genau der Punkt. Ja, dann ist, also muss man sagen, bei größeren, verhandlungsstarken Apotheken ist natürlich klar, die sind absolut stärker betroffen als die Durchschnittsapotheke. Da gibt es Meinungen, dass unter anderem von dem Professor Dr. Herzig, der sagt, also für eine durchschnittliche Apotheke könnte es tatsächlich auf eine rote Null hinauslaufen. Also man wird sehen und wird abwarten müssen. Dann ist ja auch die Frage, ist in irgendeiner Form eine Kompensation möglich? Fakt ist wohl, dass bei fast allen Apotheken die 3,15%-Spanne bereits ausgeschöpft ist. Dazu kommen Gebühren, Monatsbeiträge für Einkaufskooperationen und so weiter, schmälern eben ebenfalls die Nachlässe. Deswegen könnten Punkte relevant werden, wie zum Beispiel Wegfall oder Reduzierung des Handelsspannenausgleichs. Das ist ein Punkt. Zweiter Punkt. Werbekostenzuschüsse oder andere nicht RX-bezogene Boni könnten eventuell aufgestockt werden. Dann gibt es eine Kompensationsmasse bei den Servicegebühren eventuell. Ja, und das Angebot einer verzinsten Vorauskasse kann man auch wahrnehmen in der Literatur, dass ja, diese verzinste Vorauskasse eben nicht unter das BGH-Urteil fallen soll, weil sie weder stückbezogen noch RX gebunden ist. Ja, zu den juristischen Fragestellungen, die wir einfach ad hoc heute nicht beantworten können, weil eben das Urteil fehlt. Die Frage, was wird vom Urteil überhaupt erfasst? Wie ist der Begriff Skonto auszulegen? Und auch eine grundsätzliche Frage, gilt das BGH-Urteil überhaupt auch für den vollsortierten Großhandel? Auch das ist eine Fragestellung, die nicht konkret beantwortet werden kann heute. Ja, und dann gibt es ja Forderungen der Abda, die mal in den Raum gestellt haben, eine Absenkung oder Abschaffung des Kassenabschlags. Das ist wohl nicht zu erwarten. Da kann man wohl von ausgehen. Die politische Mehrheit für diese Forderung ist wohl relativ unwahrscheinlich. Und gefordert wird eben eine Anpassung der Arzneimittelpreisverordnung und das relativ kurzfristig. Ja, dieses BGH-Urteil, diese Entscheidung, auf die wir warten, die wird Auswirkungen auf alle Bereiche haben, in denen eben die Ertragssituation der Apotheken eine Rolle spielt. Unter anderem eben auch für den Apothekenverkauf. Die Frau Vogt hat es vorhin im Eingang schon angesprochen. Die Frage, welcher Kaufpreis rechnet sich überhaupt dann für den Käufer? Ja, Fazit des Ganzen, so ein bisschen in die Glaskugel geschaut. Klar, verständlicherweise, der Schock ist erstmal da, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube auch, man sollte sich nicht zu voreiligen Unterschriften unter voreilig geänderten Konditionsvereinbarungen hinreißen lassen.
Aber ich glaube, das ist das Fazit, was wir an dieser Stelle erstmal geben können. Silke, siehst du Ja. das auch so? Sehe ich auch so. Es ist, wie du sagst, so ein bisschen Glaskugel schauen, reine Spekulation. Aber wenn man jetzt mal überlegt, die Großhändler wären ebenfalls betroffen. Was ist deren Interesse? Aus meiner Sicht wird deren Interesse nicht sein, dass immer weniger Apotheken da sind, die bei ihnen einkaufen. Der Arzneimittelumsatz an sich wird ja vielleicht gleich bleiben, aber die Großhändler profitieren ja auch davon, viele Kunden zu haben und eben auch einzelne Kunden zu haben, gar nicht unbedingt die größeren Verbünde, weil die natürlich wesentlich bessere Konditionen Richtig. versuchen, von den Großhändlern zu bekommen. Und insofern sind auch die Großhändler eigentlich eher daran interessiert, mit der Einzelapotheke Verträge abzuschließen, als mit größeren Verbünden. Und von daher vermute ich, aber es ist nur eine Vermutung, dass es auch deren Interesse sein wird, die Auswirkung für die Apotheken eher gering zu halten. Die sind so ein bisschen in der Zwickmühle. Die wissen natürlich auch, wie ihre eigene Gewinnsituation aussieht. Aber sie wissen auch, dass wenn der Apothekenmarkt sich jetzt schneller noch reduzieren sollte, als es ohnehin schon der Fall ist, Ja. dass es dann für die Großhändler auch nicht allzu rosig aussehen wird. Also habe ich mal die Hoffnung, dass die da auf verschiedene Möglichkeiten eingehen, die du schon angesprochen hast, und einfach auf dem Wege versuchen, den Apotheken gesetzeskonform doch noch etwas zukommen zu lassen. Ja. Aber Fazit ganz klar, es wird zumindest erstmal vorübergehend Auswirkungen haben auf Apothekengewinne und auf Kaufpreise, weil einfach erstmal eine Verunsicherung da ist und es ein bisschen Zeit einfach brauchen wird, bis sich alles wieder in, ja, sag mal, in Anführungszeichen normalere Bahnen bewegt, sodass man da kalkulieren kann, wenn wir das Glück haben, dass wir da überhaupt hinkommen. Denn in letzter Zeit sind ja die Schreckensnachrichten doch Ja. mit zunehmender Häufigkeit zu vernehmen. Ne? Richtig. Ja. Ja. Ja, Silke, Ja. magst du vielleicht zu Ja. unserem nächsten Punkt, Auswirkungen des E-Rezepts, was nimmst du wahr in Ja. deiner Mandantschaft? Wie ist es angelaufen? Es hat ja Fahrt aufgenommen jetzt, das E-Rezept. Und was sind deine Erfahrungen Ja, dazu? also ich will gar nichts dazu erzählen, wie viel Probleme das E-Rezept in den Apotheken macht. Das wissen Sie als Apothekerin viel besser, als wir das wissen. Ich höre das also bei fast allen Gesprächen, dass geklagt wird über den zunehmenden Aufwand, der damit zu tun hat, die ganze Belastung, die dahinter steht und vor allen Dingen auch die permanenten Störungen in der Telematik. Da hört man ja eigentlich fast täglich, vor allen Dingen montags habe ich das Gefühl besonders häufig, dass irgendetwas nicht funktioniert. Und dann hört man jetzt, ist es die eine Krankenkasse, dann die nächste, wo es nicht funktioniert. Also es ist schon ein Trauerspiel, muss man ganz ehrlich sagen. Und das bei der langen Vorlaufphase, die wir haben, denn das E-Rezept sollte ja schon seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten da sein. Und wenn man einfach mal schaut, wie es in anderen Ländern aussieht, die können das komischerweise, was Deutschland also nicht hinbekommt. Aber wie gesagt, zu den Problemen will ich gar nichts weiter sagen, sondern es geht für mich einfach darum, was hat das E-Rezept jetzt auch für Auswirkungen auf Apothekengewinne und Kaufpreise? Lässt sich wirklich einfach beantworten, was die Gewinne angeht. Die schmälert es ganz klar, denn sie haben, wie schon gesagt, erheblich mehr Aufwand. Das heißt, da gehen Personalkosten rein oder eben ihre eigene Zeit, aber die fehlt dann wieder an anderer Stelle. Insofern haben wir da eine echte Kostensteigerung, die dahinter steckt. Und was wir auch noch haben, was ich jetzt gerade in der letzten Woche das erste Mal gehört habe, ich weiß nicht, ob Sie das auch schon festgestellt haben, eine Mandantin von mir, die wirklich super genau ist und alles sehr genau kontrolliert, hat also auch festgestellt, dass E-Rezepte verschwunden sind. Also offensichtlich gibt es da ein digitales Nirvana. Die Apotheken, die E-Rezepte sind abgerechnet, sind zur Abrechnung gegeben worden. Eigentlich dürfte nichts verloren gehen. Aber wenn man sich dann die Abrechnung anschaut, und das habe ich inzwischen auch schon mehrfach gehört, erscheint die Zahlung der Rezeptabrechnung jetzt relativ gering. Alle haben mehr erwartet. Und da fragt man sich, warum ist das so? Und diese eine Mandantin hat also tatsächlich sich auf die Suche begeben, wieder viel Zeit gekostet und hat wirklich mal abgeglichen, welche Rezepte hat sie in ihrer Warenwirtschaft und welche Rezepte sind tatsächlich vom Abrechner abgerechnet worden. Und da hat sich also herausgestellt, dass es nicht ganz wenige waren, die tatsächlich nicht beim Rechenzentrum angekommen sind.
Warum können wir im Moment nicht beantworten? Also insofern seien Sie da auch sehr sensibel und schauen Sie mal. Da scheint also auch noch tatsächlich ein Problem zu sein. Und das führt also dann natürlich dazu, dass erstmal im Moment die Gewinne sinken. Es sind noch viele andere Fragestellungen da. Man liest da in der Einschlägenliteratur auch schon einiges drüber. Die Kundenströme verändern sich offensichtlich stark. Es gibt Apotheken, die sagen, prima, alles läuft super mit dem E-Rezept. Andere fluchen darüber, dass ihnen auch die Kunden abhanden kommen, weil die Rezepte noch nicht freigegeben worden sind vom Arzt. Das scheint also auch kein generelles, aber doch ein ja, häufig vorhandenes Problem zu sein, dass Ärzte teilweise stapelweise signieren und die Kunden schon in der Apotheke stehen, bevor die Rezepte signiert sind. Teilweise scheint da auch tatsächlich etwas schief zu gehen. Ich habe es also auch von einem Mitarbeiter gehört, der erzählte, dass er sogar noch mal in der Arztpraxis nachgefragt hatte und man ihm bestätigt hat, es sei signiert worden, aber weder an dem Tag noch am nächsten Tag konnte das Rezept elektronisch eingelöst werden. Also da ist, denke ich, auch noch eine ganze Menge, was im Moment dazu führt, dass die Rezepte nicht so ankommen, wie sie ankommen sollten. Von anderen Mandanten höre ich wieder, dass es mit deren Ärzten wunderbar klappt, die gleich signieren und dementsprechend die Apotheke auch gleich eingelöst werden können, wenn der Patient aus der Praxis kommt. Also insofern schauen Sie da, wie es bei Ihnen ist, schauen Sie, ob Sie mit Ärzten sprechen können. Hier scheint es im Moment so zu sein, dass insbesondere die Apotheken, die in Ärztehäusern sitzen, da besonders große Probleme haben, weil die Patienten, die dann eben das Rezept nicht gleich einlösen können, die sind in aller Regel weg. Die gehen dann dort, wo sie wohnen, dort, wo sie arbeiten oder einkaufen, in die nächste Apotheke und versuchen es dort nochmal. Das ist also ein sehr, sehr großes Problem, was sich dort zeigt. Und dieses Problem wird sich wahrscheinlich auch noch verschärfen, dadurch, dass ja die Patienten grundsätzlich seltener vielleicht zum Arzt gehen, weil sie sowohl für eine Krankschreibung nicht mehr unbedingt in die Arztpraxis müssen und auch für Folgerezepte dann nicht mehr persönlich in die Arztpraxis müssen. Da wird also der nächste Kundenschwund möglicherweise in Arzthausapotheken sein. Das muss man abwarten, muss überlegen, wie man da eventuell gegensteuern kann. Kam Es noch ist irgendwas? ja auch so, dass, oder es ist nämlich auch wahr, dass auch die Videosprechstunden eben auch Ja, zunehmen, ne? Und ist das hängt, richtig. das hat ja auch entsprechend Auswirkungen. Das hat Auswirkungen. Und was sich auch schon so ein bisschen herauskristallisiert, ist die Tatsache, dass ja nicht alle Patienten mobil sind. Manche haben ja eine eingeschränkte Mobilität. Da haben viele Apotheken das bisher so gelöst, dass diese Patienten ja angerufen haben oder vielleicht auch per E-Mail oder sonst wie bestellt haben und die Apotheken dann im Rahmen des Botendienstes die Arzneimittel ausgeliefert haben. Das ist durch das E-Rezept so einfach ja auch nicht mehr möglich, weil ja immer die elektronische Gesundheitskarte benötigt wird. Und da höre ich auch schon ganz unterschiedliche Dinge. Manche überlegen, ob sie dann sagen, na ja, wir können ja auch den Boten vorbeischicken, der holt dann die elektronische Gesundheitskarte ab, sodass das Rezept bearbeitet werden kann und bringt sie dann mit Auslieferung der Medikamente zurück. Ja, wäre eine Möglichkeit. Von anderen höre ich wieder die aus meiner Sicht berechtigten Ängste. Was ist, wenn dann etwas passiert, die Karte verloren geht oder ähnliches? Muss ich vielleicht eine Buchführung noch führen? Welche Karte wird übergeben und eine Unterschrift, dass sie zurückgegeben worden ist? Ja, kann Missbrauch damit getrieben werden? Würden die Patienten das überhaupt tun? Also es sind so viele Überlegungen, die da eine Rolle spielen, die aber wahrscheinlich auch dazu führen, dass auch da ein bisschen Patientenschwund da ist, dass auch möglicherweise Stammpatienten nicht mehr kommen. Denn auch die Patienten, die nicht so mobil sind, die bitten vielleicht Angehörige, den Pflegedienst oder Nachbarn ein Rezept einzulösen und die gehen dann vielleicht in eine ganz andere Apotheke. Also insofern, ja, es wird auch Apotheken geben, die davon profitieren werden. Das werden sicherlich Apotheken sein, die Kundschaft durch Einkauf oder aus dem Wohngebiet haben, weil dort werden dann Rezepte landen, die nicht mehr in der Ärztehausapotheke eingelöst werden können.
Aber da mag es dann wieder andere Einflüsse geben. Also es ist im Moment alles ganz, ganz schwer einzuschätzen, wie viel tatsächlich der Rückgang ausmachen wird, der sich ergibt. Wir wissen auch nicht, wie viele dann abwandern zum Versandhandel dadurch, denn der steht ja auch schon bereit und scharrt mit den Hufen, um da diese E-Rezepte ja abgreifen zu können. Und wenn die Patienten vielleicht meinen, die Arztpraxis gibt es ja ohnehin, dann weiter kann es versenden, ja, dann nehme ich doch gleich den Versand, ist ja für mich auch kein Aufwand, krieg's dann geliefert. Nicht? Und das sind dann natürlich auch weitere Überlegungen, inwieweit nehmen möglicherweise Ärzte Einfluss darauf, wo das Rezept dann hinwandert. Gerade bei älteren Patienten, die eben nicht so sicher im Umgang auch mit Smartphone und allem sind, die sind vielleicht dankbar, wenn sich jemand kümmert, vermeintlich, und hinterfragen gar nicht, was da passiert. Nicht? Wir wissen ja auch nicht, was es eventuell für Veränderungen in der Gematik selber noch gibt, die dazu führen, dass es ja andere Wege gibt, die gesucht werden. Also insofern bleibt auch da leider ganz, ganz viel unbeantwortet von dem, was sich wirklich zeigen wird. Aber durch die ganzen Belastungen, die da sind, können Sie sicherlich davon ausgehen, dass erstmal zumindest kurzfristig die Apothekengewinne auch durch das E-Rezept eher rückläufig sind. Ob es dann irgendwann dazu kommt, dass die Bearbeitung doch sicher funktioniert und dadurch wieder Kapazitäten gewonnen werden können, das müssen wir einfach abwarten. Im Moment ist eher die Belastung groß. Und das führt in Bezug auf die Apothekenkaufpreise, Entschuldigung, ganz klar dazu, dass die Kaufpreise auch weiter, muss man sagen, rückläufig sein werden. Denn diese Unsicherheiten, die wir im Moment haben und diese Negativfolgen, die sich jetzt gerade zeigen, die führen natürlich dazu, dass alle sehr unsicher sind und damit auch nicht wissen, wollen sie eine Apotheke übernehmen? Finden Sie eine Bank, die es finanziert? Die Banken sind ja da auch sehr zurückhaltend. Also es ist, wenn man verkaufen möchte, im Moment eine sehr, sehr schwierige Situation. Das muss man ganz klar so sagen. Ich hatte also auch schon Anfragen, wo sich Apotheker für eine Ärztehausapotheke interessiert haben, die wirklich super war, tolle Kostenstruktur, aber auch ein relativ hoher Kaufpreis. Und dann kam eben die Frage, ja, wie wird sich das E-Rezept noch auswirken? Ich habe dort wenig Laufkundschaft. Geht der Umsatz um 10% zurück, um 15%, um 20%? Wir wissen es nicht, aber wir haben dann einfach mal Modellrechnung gemacht und sind sehr schnell an dem Punkt gewesen, dass wir gesagt haben, naja, auch wenn es vielleicht nur 10 oder 15% sind, die der Umsatz zurückgeht, dann rechnet sich der Kaufpreis überhaupt nicht mehr. Denn Kaufpreise, die setzen sich im Prinzip zusammen aus dem materiellen Wert der Apotheke, dem Warenlager und dem Firmenwert, der sich durch die zukünftigen Ertragsaussichten definieren lässt. Und die zukünftigen Ertragsaussichten kann man eigentlich nur anhand der Vergangenheit beurteilen, aber wir alle wissen, dass die Vergangenheit, gerade die Corona-Jahre, extrem gut waren, sich nicht wiederholen und im Moment sind eben sehr negative Vorzeichen zu sehen, sodass das also tatsächlich zu Lasten der Apothekenkaufpreise geht. Und diese Gesamtsituation, die führt so ein bisschen dazu im Moment, dass bei den meisten Gesprächen, die ich führe, die Apotheker sehr frustriert sind, sehr unzufrieden mit der Situation sind und auch ein Stück in eine Schockstarre verfallen, dass sie sagen, ja, eigentlich, was soll ich denn jetzt machen? Es ist alles schlecht. Die Kosten steigen, Mitarbeiter finde ich nicht. Ob ich verkaufen kann, weiß ich auch nicht. Es gibt nur Probleme im Tagesgeschäft. Da brauchen wir auch gar nicht an die Lieferengpässe und alles zu denken. Sie haben ja wirklich an ganz, ganz vielen Stellen im Moment Probleme, die sie im Alltag mehr oder weniger lahmlegen. Und das, was ich sehe, ist eben tatsächlich, dass diese Unzufriedenheit ganz stark gestiegen ist. Ich weiß nicht, ob Sie sich da auch wiederfinden. Was ich aber im Moment auch erlebe dadurch ist, dass das auch dazu führt, dass eigentlich das Gegenteil von dem, was man jetzt tun müsste, passiert. Denn wenn die Apotheker in Schockstarre verfallen und eigentlich gar nichts mehr tun wollen, dann arbeiten sie selber daran, dass die Situation nicht besser wird. Diese Unzufriedenheit, die Sie vielleicht als Inhaberin verspüren, die überträgt sich dann auch auf Ihre Mitarbeiterin. Und da könnte dann sehr schnell ein schlechtes Betriebsklima entstehen.
Diese Unsicherheiten, die wir im Moment haben, die führen natürlich und auch logischerweise dazu, dass man sehr viel zurückhaltender ist, was Investitionsentscheidungen angeht. Beispielsweise die Anschaffung eines Kommissionierautomaten oder auch eines Abholautomaten. Das Thema Digitalisierung können wir ja nicht mehr wegdiskutieren. Das ist einfach da und das müssen wir in Zukunft auch viel stärker in den Fokus nehmen, ob wir wollen oder nicht, denn davon hängt ja auch die spätere Verkaufbarkeit einer Apotheke ab. Und diese verständliche oder dieses verständliche Zögern, jetzt solche Investitionsentscheidungen oder Digitalisierungsentscheidungen zu treffen, führt natürlich auch dazu, dass wir ein bisschen Investitionsrückstau haben, dass die Apotheke nicht so modern ist, wie sie vielleicht sein könnte. Und das führt dazu, dass auch Mitarbeiter sich möglicherweise nicht wohlfühlen, eine andere Apotheke suchen, dass Kaufinteressenten sich nicht für diese Apotheke interessieren, weil sie eben wissen, dass sie neben dem Kaufpreis noch viele Investitionen tätigen müssen. Und das führt natürlich dann im Endergebnis dazu, dass ihre Unzufriedenheit weiter steigen wird, weil ihnen ja dann auch möglicherweise eine wichtige Säule in ihrer Altersvorsorge nicht mehr so zur Verfügung steht, wie es eigentlich ursprünglich angedacht gewesen ist. Also das heißt, wir sind im Moment so ein Stück weit in einem Teufelskreis. Wir können nicht alles heute entscheiden, weil viel zu viel ungewiss ist. Aber ich würde Sie sensibilisieren, dass Sie sich Ihre persönliche Situation sehr genau anschauen, vielleicht gemeinsam mit Ihrem Steuerberater auch tatsächlich überlegen, welche Stellschrauben müssen Sie auch in dieser jetzt unbefriedigenden Situation vielleicht schon mal anziehen, um einfach nicht den Anschluss zu verlieren. Ihre persönliche Lebensplanung ist ganz wichtig. Wer jetzt gerade verkaufen möchte, in diesem, im nächsten Jahr, der hat im Moment schlechte Karten. Der muss eben sehen, wie der Markt im Moment ist. Wer einen etwas längeren Zeithorizont hat, dass er sagt, vielleicht in 3 bis 5 Jahren möchte ich die Apotheke verkaufen, der sollte eben sehr frühzeitig versuchen, alles entsprechend vorzubereiten, die Apotheke vielleicht auch mit den Augen eines Dritten zu betrachten. Man wird ja auch ein Stück weit betriebsblind, dass man eben versucht, alles so gut wie möglich vorzubereiten. Denn in all den Veränderungen, die im Moment sich auch eher negativ anhören, stecken natürlich auch wieder Chancen. Wir haben ja seit Jahren die Situation, dass die Zahl der Apotheken zurückgeht, dass der Versandhandel mehr Umsatzanteile übernimmt. Und es schließen dadurch immer wieder auch Apotheken, die einfach nicht mehr rentabel geführt werden konnten oder auch aus anderen Gründen, beispielsweise weil der Mietvertrag nicht passte, eben nicht mehr verkauft werden können. Das bedeutet aber auch, dass es da wieder Umsatzanteile gibt, die sich auf andere Apotheken verteilen, dass es Mitarbeiter gibt, die einen neuen Arbeitsplatz suchen und so weiter. Also insofern sollte man, wie gesagt, frühzeitig diesen Markt so beobachten, um einfach die Weichen auch frühzeitig zu stellen und dieser eigentlich negativen Entwicklung, die wir im Moment sehen, auch entgegenzuwirken. Das wäre also so meine derzeitige Einschätzung auch aus den wirtschaftlichen Folgen durch die Einführung des E-Rezeptes. Ja, und als letztes haben wir noch mal einen steuerlichen Punkt, ganz kurz. Wir haben bei unserem letzten Seminar ja über die geplanten steuerlichen Änderungen durch das Wachstumschancengesetz gesprochen oder berichtet gehabt. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht durch den Bundesrat verabschiedet worden, der es dann letztlich aufgehalten hat. Inzwischen kam ja auch das 60 Milliarden Loch, was unsere Regierung entdeckt hatte. Und insofern war natürlich klar, dass der Rotstift angesetzt wird. Ja, und Carmen, du hast mal zusammengesucht, was von dem Wachstumschancengesetz eigentlich nur noch übrig geblieben ist, was Genau, für Sie relevant sein könnte. ich habe mal so ein bisschen das Wichtigste zusammengesammelt, was natürlich jetzt auch für unsere Apotheken dann entscheidend ist. Genau, also das Ganze ging ja in den Vermittlungsausschuss, Sick, hattest du ja schon gesagt, und dort ruhte es erstmal bis zum 21. Februar. Also von November bis Februar war erstmal gar nichts passiert. Keiner wusste wohl so richtig, wo die Stellschrauben gestellt werden müssen, wo eingespart werden kann. So, und der Bundestag hat jetzt diesem Gesetzesentwurf des Vermittlungsausschusses zugestimmt bereits am 23. Februar. Und die nächste Sitzung im Bundesrat, die ja natürlich abgewartet werden muss, ist für den 22. März angesetzt. Und dann weiß man mehr. Ja,
Wir hatten ja in der letzten Veranstaltung so ein bisschen die Themen vorgestellt, die geplant waren. Jetzt so, ja, was ist davon übergeblieben? Übergeblieben ist eine Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen, also betrifft auch die Apotheken, von bis zu 40%, wobei der bisherige Entwurf noch 50% Sonderabschreibung vorgesehen hat, aber immerhin 40% bleiben über. Dann wird die degressive Abschreibung wieder eingeführt, erneut, und zwar in Höhe des Zweifachen der linearen AFA, maximal 20%, für einen bestimmten begrenzten Zeitraum der Anschaffung, nämlich vom 31. März jetzt diesen Jahres bis zum 1. Januar 2025. Für in diesem Zeitraum angeschaffte Wirtschaftsgüter ist eben die degressive Abschreibung wieder möglich. Ja, wir haben eine degressive Abschreibung für Wohnungsneubauten von 5%. Ursprünglich waren 6% vorgesehen. Also auch da hat der Vermittlungsausschuss so ein bisschen die Stellschrauben noch angezogen, aber immerhin 5% bleiben. Ja, die Freigrenze für Geschenke. 35 Euro ist jedem geläufig. Die ist auf 50%, Entschuldigung, auf 50 Euro erhöht worden. Also das mal ein positiver Punkt. Ja, es gibt eine Freigrenze für Spekulationsgewinne, also für private Veräußerungsgeschäfte. Die ist angehoben worden auf 1.000 Euro, also alles bis 1.000 Euro, was privat veräußert wird, bleibt steuerbefreit, muss also nicht versteuert werden. Wir haben eine Verlängerung des Übergangszeitraums für nachgelagerte Besteuerung der Renten bis 2058. So, das sind die wichtigsten Punkte, denke ich, wo es sich lohnt, dass man es mal gehört hat. Gestrichen wurden, und das ist eigentlich, ja, wo man sich fragt, wie kann das sein? Die Prämie zur Förderung von Investitionen in den Klimaschutz. Das war das eigentliche Kernstück des Wachstumschancengesetzes, war diese Klimaschutzregelung. Und die ist eben halt ersatzlos gestrichen worden. Also ja, geringwertige Wirtschaftsgüter, die Grenze von 800 Euro ist vielleicht auch geläufig. Die sollte erhöht werden, ist es auch nicht gekommen. Genauso wie der Freibetrag für Betriebsveranstaltungen. Wir kennen alle die 110-Euro-Grenze, die sollte erhöht werden. Auch das ist nicht gekommen. Genauso wie Mehraufwendungen, Verpflegungspauschalen bei Dienstreisen, die auch erhöht werden sollten. Auch das ist nicht gekommen. Ja, es bleibt abzuwarten, ob nun der Bundesrat die Punkte aus dem Vermittlungsausschuss jetzt auch so durchwinkt, die übergeblieben sind. Ja, warten wir es ab. Ende Ja. März wissen wir dann mehr. Ja, prima. Viel Ja, mehr können wir nicht machen. Ich denke, genau. damit sind wir mit unserem steuerlichen Part am Ende. Ich hoffe, wir haben Sie nicht demotiviert, weil ich denke, man muss einfach sehen, wie man jetzt in dieser Zeit der Veränderung letztlich das Beste draus macht, um einfach auch weiterzukommen. Ich denke, da gibt es auch viele Chancen. In dem Sinne, wenn jetzt nicht Fragen sind, sonst können Sie die gerne auch im Nachgang stellen, würde ich sagen, macht die Frau Hochheim mit dem rechtlichen Part weiter. Ja, vielen Dank. Nein, also Fragen sind im Chat nicht aufgelaufen. Die hätte ich jetzt zwischendrin gestellt, aber der Chat ist momentan fragenlos. Ja, ich hatte überlegt, was könnte Sie interessieren, was ist gerade aktuell. Und es gibt ein paar Entscheidungen, gerade von Gerichten, zur Problematik des Direktionsrechts. Da wollte ich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und ich habe mir überlegt, dass also auch Sie als Apothekerinnen durchaus für Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen variable Vergütungsbestandteile zahlen können und die auch, wenn sie tarifgebunden sind, durchaus auch zahlen müssen. Das meint dann eben Nachtzuschläge, Feiertagszuschläge, Sonntagszuschläge und Dienste für Zuschläge für Bereitschaftsdienste sind ja dann meistens in solchen Zeiten, die dann zuschlagsgebunden sind. Da wollte ich Sie mal informieren, was man da berücksichtigen muss bei Urlaubsentgelt und Entgeltfortzahlung.
damit sie das dann auch richtig machen, weil sowas wird durchaus in Betriebsprüfungen, wenn man das nicht einbezieht bei der Berechnung der Entgeltfortzahlung, nachher relevant, weil die Betriebsprüfungen darauf schauen und schauen, dass sie dann dafür, also für die nicht gezahlten Entgelte, also diese zusätzlichen Entgelte, noch Beiträge generieren. Ja, fangen wir an. Ich hoffe, Sie relativ kurz hier durchführen zu können, weil die Zeit, die wir haben, ist jetzt nicht mehr so lang. Ja, also Sie haben natürlich als Arbeitgeberin ein Direktionsrecht hinsichtlich der Arbeitszeit. Da können Sie also jede Arbeitszeitenregelung treffen mit Ihren Mitarbeitern, die Sie möchten. Der Tarifvertrag sieht vor, dass Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, die dazu befähigt sind, auch verpflichtet sind, Notdienste abzusichern. Wenn sie denn tarifgebunden sind, dann nur dann ist ja der Tarifvertrag einschlägig für sie. Und das wäre dann also auch was, wo Sie als Arbeitgeberin im Rahmen Ihres Direktionsrechts sagen können, Sie müssten heute den Bereitschaftsdienst machen oder Sie müssten in diesem Monat oder im nächsten Monat den Bereitschaftsdienst an diesem Tag absolvieren. Sie können natürlich im Rahmen dessen auch Sonn- und Feiertagsarbeit, soweit zulässig und für Sie eben immer im Bereich der Notdienste, Entschuldigung, der Notdienste zulässig einteilen. Sie können auch die Lage der Pausen bestimmen. Das heißt also, wenn Sie mehrere Arbeitnehmer im Unternehmen haben, also in der Apotheke haben, dann können Sie auch sagen, also die Pause ist so und so zu nehmen. Natürlich immer so, dass die Öffnungszeiten der Apotheke, die ja mittags in der Regel nicht geschlossen sind, dass die natürlich auch abgedeckt sind, dass also nicht alle zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr Mittag machen, sondern dass eben da die Pausen so gelagert sind, dass die Apotheke regelhaft besetzt ist. Sie können auch Überstunden anordnen. Das ist natürlich in Zeiten des Mitarbeitermangels, der Sie auch trifft, und in Zeiten, in denen also gerade wie jetzt sehr viele Arbeitnehmer erkrankt sind oder auch in Urlaubszeiten, relativ wichtig. In Ihrem Tarifvertrag ist vorgesehen, dass für die Überstunde auch Zuschläge gezahlt werden. Das ist also, wie gesagt, wenn Sie tarifgebunden sind, sind 25 beziehungsweise 50%. Also das ist schon dann auch nicht unbeachtlich. Natürlich könnten Sie sagen, okay, wir machen einen Freizeitausgleich, aber der Überstundenzuschlag ist trotzdem zu bezahlen. Aber auch da haben Sie ein Direktionsrecht und können sagen, liebe Arbeitnehmerinnen, liebe Mitarbeitende, hier in diesem Zeitraum müssten Sie eine Überstunde leisten, weil wir sonst die Apotheke schließen müssten. Sehr viele von Ihnen werden möglicherweise solche Zeiten des Personalmangels selbst abdecken. Aber auch das ist ja nicht immer möglich. Auch Sie haben Familie und auch Sie sind mal krank. Grundsätzlich als Spezialthema, ob man Arbeitnehmer aus dem Urlaub zurückrufen kann. Also tatsächlich ist es so, dass man das sehr schwierig machen kann. Man kann es machen in dem Moment, in dem der Urlaub also genommen ist und die Leute und sie wissen, dass die nicht weggefahren sind. Allerdings in dem Moment, in dem der Arbeitnehmer also tatsächlich eine Reise gebucht hat, muss man schauen, haben sie natürlich dann auch einen dem Arbeitnehmer möglicherweise entstehenden Schaden zu ersetzen, wenn sie einen genehmigten Urlaub widerrufen. Ich sehe die Frage im Chat. Ich mach ihn gleich auf. Ich mache nur mal die Folie zu Ende. Also ein Rückruf aus dem Urlaub oder ein Widerruf des genehmigten Urlaubs ist nur dann zulässig, wenn es sich um zeitlich unaufschiebbare
Aufgaben handelt, also und der Arbeitnehmer für diese unabkömmlich ist. Das wären jetzt, also gut, Sie haben meistens Abrechnungsdienste, aber wenn da Arbeiten in Ihrer Apotheke anfallen, die also tatsächlich zu einer bestimmten Zeit gemacht werden müssen und nur dieser Mitarbeiter, der da jetzt im Urlaub ist oder in Urlaub gehen will, kann das, weil ein anderer Mitarbeiter ist gerade Langzeit erkrankt oder ähnliches, dann könnte man darüber nachdenken, ist aber sehr schwierig. Die Art und der Tätigkeit und der Grad der Verantwortung sind zu berücksichtigen. Also wenn Sie eine Mitarbeiterin haben, die Filialleiterin ist, dann kann man natürlich überlegen, ob die dann eben entsprechend dann aus dem Urlaub zurückkehrt, beziehungsweise der genehmigte Urlaub widerrufen wird. Und wenn es keine andere Lösung gibt. Also immer, man muss immer über andere Lösungen nachdenken und es im Zweifel selbst machen, wenn es geht. Aber es ist tatsächlich so, dass man es wirklich, wenn man es macht, sehr, sehr genau prüfen muss, ob es zulässig ist, den Arbeitnehmer beziehungsweise die Arbeitnehmerin zurückzurufen. Jetzt schreibt eine Teilnehmerin, wir arbeiten mit Arbeitszeitkonto. Ja, Arbeitszeitkonto ist auch wunderbar, aber auch beim Arbeitszeitkonto muss die Überstunde, wenn sie eine Überstunde ist, vergütet werden. Ja, also man kann natürlich sagen, also eine angeordnete Überstunde muss nach dem Tarifvertrag, also das gilt wie gesagt nur, wenn sie tarifgebunden sind, muss sie gesondert vergütet werden mit einem Zuschlag. Für eine geleistete Überstunde ist Zuschlag zu zahlen. Das kann ich leider auch für die, die ein Arbeitszeitkonto führen, nicht wegdiskutieren. Ja, Überstunden sind die Stunden, die am Tag dann mehr geleistet werden als die vertraglich vereinbarte Arbeit oder die im Monat mehr geleistet werden als die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit. Ja, und wenn Sie ein Arbeitszeitkonto führen, schieben Sie auf das Arbeitszeitkonto nur die Stunden, die sowieso über Gebühr, also über den Monat hinaus gezahlt werden. Ja. So. Sie haben auch ein Direktionsrecht natürlich hinsichtlich des Arbeitsortes. Das ist, wenn Sie also mehrere Filialen haben und mehrere Apotheken an unterschiedlichen Orten, also jetzt gar nicht nur in einer Stadt, aber auch da kann man natürlich sagen, es gibt Arbeitnehmer, die beispielsweise sagen, ja, ich bin aber, hier komme ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, komme ich an diese Apotheke, aber nicht an eine andere. Da haben Sie trotzdem die Möglichkeit, im Rahmen Ihres Weisungsrechts, Ihres Direktionsrechts zu sagen, aber wir brauchen in der anderen Apotheke, am anderen Standort, jetzt jemanden, der da vertritt. Und dann können Sie natürlich auch die gleichwertige Tätigkeit an einem anderen Arbeitsort zuweisen. Sie können Änderungen der Art der Tätigkeit vornehmen. Das ist natürlich im Apothekenbereich immer eingeschränkt. Aber die Art der Tätigkeit meint natürlich auch, dass jemand, der, keine Ahnung, nach Ihrem Plan jetzt für den Bereich des Verkaufs eingesetzt ist, dass der aber jetzt in anderen Situationen eben nicht im Verkauf tätig ist oder also am Kunden tätig ist, sondern im Bereich dessen, wo man Medikamente einsortiert oder Ähnliches. Also ich kann da schlecht einschätzen, wie es bei Ihnen im Einzelnen ist, in Ihrer einzelnen Apotheke. Aber grundsätzlich entsprechend dem Berufsbild können Sie die Mitarbeiter natürlich an unterschiedlichen Punkten in Ihrer Apotheke, an unterschiedlichen, also nach unterschiedlichem Bedarf einsetzen. Wie gesagt, weil in Apotheken ist das nicht so gravierend, weil sie haben nur bestimmte Personen, die sie einsetzen können. In anderen Unternehmen muss man halt schauen, ob man dann eben gegen das Weisungsrecht, da gibt es das Nachweisgesetz jetzt, wo man sagt, man muss die Tätigkeit sehr genau beschreiben, damit man also dem Arbeitnehmer auch sagt, was man von ihm erwartet. Das ist im Bereich der Apotheken nach meiner Einschätzung nicht so relevant.
Und was aber tatsächlich auch für Sie relevant sein dürfte, ist ein Weisungsrecht hinsichtlich des Verhaltens. Sie können natürlich allen Ihren Mitarbeitenden anweisen, eine bestimmte Dienstkleidung zu tragen. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, sehr viele Apotheken haben einen einheitlichen Auftritt in der Kleidung, entweder Kasachs oder T-Shirts und weiße Hose oder ähnliches. Also da gibt es ja unterschiedliche Apotheken, haben da unterschiedliche Vorstellungen und die Inhaberinnen natürlich auch. Und da kann man natürlich sagen, also wenn Sie hier in dieser Apotheke tätig sind, dann bitte ich Sie, diese Kleidung zu tragen. Da kann man auch überlegen, ob Sie die stellen, ob Sie die waschen. Das ist, also stellen müssten Sie sie mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber ob Sie sie waschen, auch das wäre zum Beispiel eine Leistung, mit der man Arbeitnehmer auch ein bisschen locken kann. Man muss das aber nicht. Also da gibt es auch steuerliche Möglichkeiten, diese Wäscheleistungen da zu übernehmen. Natürlich ein Rauchverbot in der Apotheke ist nach meinem Dafürhalten selbstverständlich, aber Sie können natürlich auch sagen, dass die Mitarbeiter einen Kunden auf eine bestimmte Weise zu begrüßen haben, insbesondere am Telefon, dass man da in einem bestimmten Umgang mit den Kunden zu pflegen hat, dass man eben natürlich höflich ist, es bietet sich von selbst. Sie können auch sagen, wenn Rauchzeiten, also oder wenn freie Zeiten um irgendwelche privaten Dinge zu erledigen, wenn die genommen werden, dass das eben keine Arbeitszeit ist, natürlich sowas. Belehrungen sind auch sind auch Direktionsrecht, ne, wenn Sie belehren über den Umgang mit Betäubungsmitteln, über die Einhaltung von Datenschutz. Das ist natürlich auch jetzt im Zeitalter der modernen Kommunikation extrem wichtig, dass wenn jetzt die Gesundheitskarte von den Mitarbeitern in die Hand bekommen wird, dass dann eben auch überlegt wird, ja, wem darf ich die denn aushändigen? Ne? Also ich habe mir das überlegt, wie ist das eigentlich? Also früher habe ich jemanden mit meinem Rezept in die Apotheke geschickt und habe gesagt, kannst du mir das mal mitbringen? Jetzt muss ich dem ja meine Gesundheitskarte geben. Und da sieht man ja eigentlich drauf, dass ich das nicht bin, wenn da jetzt also mein Lebensgefährte kommt und dann sieht man drauf, dass der das nicht ist. Also ich bin es dann nicht. Kann man dem denn eigentlich dann diese Medikamente aushändigen? Ja, über sowas muss man natürlich eigentlich mal nachdenken. Meine Nachfrage in Apotheken hat ergeben, dass man sagt, naja, also wenn der die Gesundheitskarte dabei hat, wird man wohl davon ausgehen, dass der bevollmächtigt ist. Das wird schon so sein, aber trotzdem muss man es einfach auch mal thematisieren. Und man muss natürlich thematisieren, wie wird beispielsweise mit der Karte umgegangen, wenn man Medikamente aus dem Bereich hinteren Bereich der Apotheke holt, liegt die dann offen oder liegt die dann bitte mal so, dass die nicht einsehbar ist für andere, weil da sind sehr viele personenbezogene Daten drauf. Also unter anderem die Mitgliedsnummer, die Krankenkasse und der Name und das Geburtsdatum. Also das sind alles Daten, die schutzwürdig sind und da muss man eben drüber nachdenken, was macht man mit der Gesundheitskarte, wo legt man die eben, wie gesagt, hin? Oder liest man die ein und gibt sie sofort wieder dem Kunden. Alles solche Sachen müssen besprochen werden, müssen belehrt werden und auch diese Sachen sind Direktionsrecht des Arbeitgebers. Ja, also hierzu gibt es momentan keine Nachfragen. Wodurch kann das Direktionsrecht eingeschränkt werden? Also durch Gesetz. Sie dürfen beispielsweise keine Arbeitszeit anweisen, die das Arbeitszeitgesetz verletzt. Arbeitszeitgesetz ist in Apotheken wieder mit den Bereitschaftsdiensten eine besondere Problematik, aber sie dürfen halt keine generelle Arbeitszeit von 11 Stunden beispielsweise am Tag anordnen. Sie dürfen auch nicht anordnen, dass ein Arbeitnehmer, der Notdienst gemacht hat, bis morgens um 6, dass der jetzt am Nachmittag um 16 Uhr wieder in die Apotheke kommt, um wieder einen Dienst aufzunehmen, weil sie dann die gesetzlich vorgesehene Ruhezeit verletzen. Also solche Sachen schränken das Direktionsrecht dann ein.
auch vertragliche Regelungen, die Sie mit den Mitarbeitern treffen, können das Direktionsrecht einschränken. Also wenn Sie sich im Arbeitsvertrag verpflichten, eine, wir nennen es liebevoll Mutti-Schicht für die Mitarbeitende einzurichten. Das heißt also, dass die Arbeitszeit immer nur von 8 bis 15 Uhr liegt, ist auch da Ihr Direktionsrecht eingeschränkt. Da kann man natürlich mal fragen, ob in Ausnahmefällen die Arbeitszeit in irgendeiner Weise verlagert werden könnte. Aber wenn im Vertrag steht, die Mitarbeiterin hat einen Anspruch auf die Arbeitszeit von 8 bis 15 Uhr, dann wird es, dann müssen Sie sich daran halten. Dann schränken Sie sozusagen im Arbeitsvertrag schon Ihr Direktionsrecht ein. Auch betriebliche Übung. Also wenn man sagt, man hat zum Beispiel so ein rollierendes System, also es wechselt sich eine Woche Frühschicht mit einer Woche Spätschicht ab. Auch dann muss man schauen, ist das eine betriebliche Übung? Also wird das regelhaft so gemacht? Dann können sich natürlich Arbeitnehmer auch darauf berufen und sie schränken auch mit sowas möglicherweise ihr Direktionsrecht ein. Also ist nicht so, dass man nicht sowas auch wieder aufheben kann, ne? Im Gespräch geht das alles, aber momentan haben wir Arbeitgeber die Situation, dass die Arbeitnehmer uns viel vorgeben können, weil wir den Druck haben, dass wir sie halten wollen und müssen. Deswegen ist es doch wichtig, auch sowas zu beachten und da auch gut in die Kommunikation zu gehen und ebenso von oben herab, ich ordne das an, kann man heutzutage eigentlich nicht mehr sein. Ja, Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats, wenn Sie wirklich große Apotheken haben, ab 5 Mitarbeitenden kann ein Betriebsrat gegründet werden. Das ist jetzt wahrscheinlich in Apotheken nicht so relevant, aber auch das wäre zu beachten. Und das Direktionsrecht wird auch eingeschränkt durch die Interessen des Arbeitnehmers. Also wenn der Arbeitnehmer beispielsweise sagt, der Kindergarten schließt um 16 Uhr und Quatsch, um 18 Uhr und ich muss bis dahin mein Kind abgeholt haben und es ist kein anderer da, der das an diesem Tag machen kann, dann ist es natürlich schwierig, den an diesem Tag bis 20 Uhr einzuteilen. Also das würde sich in diesem Falle möglicherweise verbieten. Da muss man halt auch an dieser Stelle muss man eben ins Gespräch gehen und muss schauen, dass man da gut dieses Direktionsrecht ausübt, auch im Sinne eines guten gemeinsamen weiteren Zusammenarbeitens. Ja, so viel jetzt zum Direktionsrecht. Jetzt haben wir noch die Problematik variable Vergütungsbestandteile. Also wie schon gesagt, also variable Vergütungsbestandteile sind bei Ihnen nach Tarifvertrag alle Zuschläge, die Sie zu zahlen haben. Das heißt also, die Zuschläge werden, weil wenn die Arbeitnehmer Urlaub haben oder krank sind, würden die ja anfallen, wenn die arbeiten würden. Und deswegen sind sie in die Berechnung von Urlaubsentgelt und also Entgeltfortzahlung einzubeziehen. Das heißt, variable Vergütungsstand, nicht Provisionen sind bei der Berechnung zu berücksichtigen. Das gilt auch für Leistungszulagen, die haben sie möglicherweise nicht, wäre aber auch eine Idee, sowas einzuführen für die Mitarbeiterbindung. Auch eine schöne Sache, wenn man sagt, okay, da muss man natürlich immer schauen, ob es aufs Unternehmen, auf die Apotheke passt, dass man sagt, man gibt eben Boni für besonders gute Umgangsformen oder was auch immer. Also da ist ihrer Kreativität eigentlich sind ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das Urlaubsentgelt berechnet sich nach dem Durchschnittsgehalt des Arbeitnehmers während der 13 Wochen vor Urlaubsbeginn. Das heißt also, in das Urlaubsentgelt, also wenn ein Arbeitnehmer eben 2 Wochen im Urlaub ist, sind die Zuschläge, Nachtzuschläge, Bereitschaftsdienstzuschläge, Überstundenzuschläge, die sie in den vergangenen 13 Wochen gezahlt haben, einzubeziehen. Und wenn sie einbezogen sind, wird das Urlaubsentgelt natürlich höher, als wenn man jetzt sagt, naja, da hat ein Brutto und nur für die Zeit, der dann wirklich Nachtdienst oder
Nachtdienst geleistet hat oder Überstunden geleistet hat, nur dafür wird dann noch zusätzlich Geld bezahlt. Das ist im Bereich Urlaub so nicht zulässig, weil, wie gesagt, das Durchschnittseinkommen der letzten 13 Wochen mit variablen Vergütungsbestandteilen fortzuzahlen ist. Also das gilt auch, wie gesagt, wenn der von der Arbeitspflicht freigestellt ist, wegen Kündigung, also wenn Sie sagen, ein Arbeitnehmer hat gekündigt und oder Sie haben einen Arbeitnehmer gekündigt und stellen den frei, damit er Ihnen keine Schäden verursacht. Auch in diesem Fall gilt, dass die letzten 13 Wochen des Arbeitsentgeltes weitergezahlt werden und im Zweifel, wenn Sie 3 Monate Kündigungsfrist haben und für 3 Monate freistellen, dann eben auch die weiteren 3 Monate. Im Krankheitsfall berechnet sich die Vergütung etwas anders. Im Krankheitsfall ist es so, dass das Gesetz nicht nach hinten schaut und sagt, wir nehmen die letzten 13 Wochen, sondern das Gesetz schaut nach vorn und sagt, wir nehmen die, also wir schauen, wie wäre der Arbeitnehmer eingesetzt worden. Das heißt, normalerweise würde das bedeuten, wenn Sie einen Dienstplan haben und der Arbeitnehmer wäre in Nachtarbeit eingesetzt worden an 3 Tagen oder ähnlich, dann müsste man für diese 3 Tage den Nachtzuschlag mit einberechnen in die Entgeltfortzahlung. Wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin regelmäßig einen höheren Verdienst hat durch solche Zuschläge, dann muss man auch dort wieder den Durchschnittsverdienst nehmen. Also das ist so ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich wäre es so, wenn Ihr Mitarbeitender in den kommenden Wochen oder in der Zeit, in der er krank ist, für Nachtdienst eingesetzt worden wäre oder für Sonntagsarbeit und Zuschläge bekommen hätte, dann sind die auf das Arbeitsentgelt, was er für die Krankheit erhält, aufzurechnen. Da muss man jetzt nicht die vorherige Zeit nehmen, es sei denn, es ist durchschnittlich vorher ein höherer Lohn gezahlt worden. Beispielsweise, wenn sich Arbeitszeiten verringert haben oder verändert haben, da muss man dann nochmal genauer drauf schauen. Ja? Also mit Provisionen arbeiten Sie ja wahrscheinlich nicht, aber da gibt es dann spezielle Regelungen, da müsste man dann schauen, aber tatsächlich für die Zuschläge sollten Sie das im Blick behalten. Wie hätten Sie die Arbeitnehmer eingesetzt? Und genau so müssten die bezahlt werden für den Krankheitsfall. Ja, das wäre es von mir. Ich habe es tatsächlich geschafft, Sie noch vor 12 mit meinen Ausführungen oder hier vor 12 mit meinen Ausführungen zu Ende zu sein. Wenn noch Fragen sind, gerne über die WNL noch Fragen stellen oder anrufen. Ja, prima. Ganz herzlichen Dank, Frau Hochheim. Ja, an alle Teilnehmer auch vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wenn Fragen sind, melden Sie sich gerne noch. Ansonsten können Sie sich schon den nächsten Termin am 30. Mai 2024 notieren, wieder um 11 Uhr, wieder steuerliche und rechtliche Themen aktuell. Wir sind gespannt, was sich ergibt. Vielleicht haben wir dann eine Entscheidung über das Wachstumschancengesetz. Vielleicht gibt es auch wieder andere Neuigkeiten und vor allen Dingen auch mehr Erfahrung zu den Themen, die wir bisher heute alle hatten. Also wünsche ich Ihnen bis dahin eine schöne Zeit, dass der Frühling langsam Einzug hält und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Zeit. Tschüss. Tschüss.